Gut, wir sind nach unserer Flucht im Frost Feuergrad angelangt. Sagt werden hier mal die mir, Quest was seht ihr? Abgeben, annehmen. Das Lied von Frost und Feuer. Trefft euch mit Durotan. Lauft, auch wenn meine Augen nichts sehen. Die vertraute kalte Luft ist angenehm. Also der Frostfeuergrad. Vom Häuptling der Frostwölfe gesprochen. Ah ja, Garats Jüngster. Eine edle Seele namens Durotan. Durotan. Weiser, als es seine jungen Jahre vermuten lassen. Doch ich fürchte, er steht einer kolossalen Aufgabe gegenüber. Unser Volk ist in großer Gefahr. Ja, Durotan alter Freund, ist Fralds Vater. Ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Aber ohne diese Helden wäre ich tot. So, wir haben uns mit ihm getroffen. Von Wölfen und Kriegern reitet mit Durotan. Dies sind Streiter aus einer fernen Welt, die sich der eisernen Horde entgegenstellen. Ich weiß, dass dein Augenlicht verblasst ist, Schamane. Aber dieser hier hat grüne Haut. Der wurde so geboren. Ich brauche keine Augen, um zu wissen, dass sie edlen Herzens sind. Sie haben unseren Clan gerettet, einschließlich deines Bruders. Nun gut, Fremdlinge. Ihr habt euch das Vertrauen unseres Schamanen verdient. Wir werden eure Hilfe nicht ablehnen. So. Na, wer will? Thrall. Dies ist ein wildes Beenden Land. Für die Horde. Platziert das Horde-Banner, um das Land zu beanspruchen. Kämpft mit Ehre. Dieses Gelände ist ideal für eine Festung. Ich kann nur für kurze Zeit ein Portal nach Orgrimmar öffnen. Ich hoffe, es steht Verstärkung bereit. Die Besten der Besten. Hat jemand einen Problemlöser bestellt? Ihr wollt einem Goblin vertrauen, euer Bauherr zu sein? Jo. Gaslow hat die Errichtung Orgrimmars beaufsichtigt. Orgrimmar, die uneinnehmbare Festung. Arbeitstrupp steht bereit. Wurde sie nicht vor kurzem erstürmt? Ja, ja, okay. Das eine Mal. So, zurück an die Arbeit. Markiert 6 Bäume. Und die ein Grondling-Problem. Tötet 8 Frostfeuer-Grondlinge. So, hier, um die Bäume in Anspruch zu nehmen, brauchen wir einfach nur diese Banner hier aufstellen. Das ist der einfache Teil. Alles klar. Das kann ich. Vor allem, die haben eine Menge Leben. Das ist zu weit. Zwei sind da immer etwas blöd. Ey, hör doch mal auf hier, Freund. Oder nicht Freund. Der geht mir schon ein bisschen auf den Senkel hier. Ganz ehrlich. So, wir haben 2 von 8. Ist gut. Alles klar. So, die Quest haben wir fertig. Dann brauchen wir jetzt noch... Upp. Auf einmal sind alle Bäume weg. Die schönen Bäume. Die Horde macht alles kaputt. Komm her.
Dich nehmen wir auch noch mit. Ja, genau. Mach da mal so einen kleinen... Schlag drauf, dann zählt er für dich auch. So, der. Ich muss nicht. Oh, jetzt hängt WoW schon wieder. Na komm. Ich hasse es, wenn das hängt. Wo haben wir denn noch einen? Ach, kann ich hier jetzt endlich fliegen? Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, drüben in dem Gebiet konnten wir eh nicht fliegen. Da, wo das dunkle Portal stand oder steht. Das ist zu weit entfernt. So, beide Quests abgeschlossen. Ups. Bitteschön. Bitteschön. In der Höhle von Skok. Tötet Skok. Schnell hin, bevor der Charmy den platt macht. Ja, er war schneller. So ein Mist. Ja, wir müssen kurz warten. Müsste ja eigentlich schneller respawn sein. War ja die ganze Zeit so. Und was wir nicht vergessen dürfen, dass wir unsere Kirschnerei und Kräuterkunde lernen. Und nicht so spät erst. Das letzte Mal war doch ziemlich spät gewesen. Na komm. Komm, ich gehe auch nochmal weg und komm wieder. So, jetzt war ich weg. Jetzt komme ich wieder. Geht doch. Du bist auch eh jetzt down. Gut, reicht. Quest abgeben. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Gaslo. Hallo? Da. Was als nächstes? Beenden. Errichtet eure Garnison. Benutzt den Meistervermesser, um den Bau eurer Garnison zu verfolgen. Sofort. Dann müssen wir hier hoch und einmal hier draufklicken. Hallo, einmal da draufklicken. Eure Heldentaten geben euch das Recht auf dieses Stück Frostwolfland. Von hier aus werdet ihr die Horde zum Sieg führen, Kommandant. Somit haben wir unsere Garnison. Einmal nach drinnen. So, hier ist der Flugpunkt. Hier drüben ist der Zeichentisch, Architektentisch. Hallo. Alter, was ist denn jetzt los? Och, Leute. Warum hängt das denn jetzt schon wieder? Ja, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt schon wieder spinnt.
Wir sehen uns gleich wieder. Ich mach mal kurz einen Relog. So, ich habe keine Ahnung, was eben los war. Ich konnte mich nicht ausloggen. Ich musste wirklich das Spiel über einen Taskmanager beenden. Ich keine Ahnung, was da wieder los war. So, wir haben unseren Garnisonsruhestein bekommen. Der kommt hier hin und hier hin. Was wir haben, tragt Skagit auf, dafür zu sorgen, dass die Peons arbeiten. Seht in euer Garnisonslager und findet Chef Peon 2. Was wir brauchen, sammelt 10 Kisten mit Sklavenschiffvorräten. So, hier ist einmal unser Garnisonslager. Das füllt sich ja immer wieder. Hier kriegen wir noch eine Quest. Es gibt noch Okrons. Fragezeichen. Tötet Krog. Finger weg vom Voodoo, Mann. Warum? Und hier sicheres Geleit. Trefft euch mit Cordana Teufelssang außerhalb von Tromba auf den Frostwindklippen. Okay. Also einmal hier hoch. Nach draußen. Was wollt ihr? Schickt die an die Arbeit. Haben wir gemacht. Und der andere ist hier drüben, glaube ich. Sprecht mit Chef Peon 2. Hier oben. Ich beschäftige. So, bitteschön. Gut, das haben wir. Ich will einmal hier ausmachen, dass ich fliegen kann. Weil wir müssen jetzt... Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir hier runter? Nein. Scheiße, wir müssen auf die andere Seite. Ah, Mist. Genau in die falsche Richtung. Naja, egal. Wir haben ja ein kleines bisschen Zeit. Nicht viel, aber passt schon. So. Hier unten finden wir Vorräte. Und zwar... Hier zum Beispiel. Nerv mich nicht. Ja. 4 Stück noch. Und das war das letzte. Wir müssen jetzt einmal da drüben in die Höhle rein. Alter Schwede, war ich lang nicht mehr hier gewesen. So, einmal den hier platt machen. Komm her. Ja, bei so Kämpfen hoffe ich halt immer, dass die Server nicht abstürzen, weil dann dürfen wir vom Geistheiler aus zurück hierher laufen. Kommt der andere mal? Scheiße. Zu langsam gewesen. Wie viel Leben hat... 42.000! Alter, was ist denn los hier?
Solche Gegner brauchen wir nicht. Solche Gegner wollen wir auch gar nicht. Alter Schwede. So, hier unsere ersten Kräuter. Ein Kompendium der Kräuter Draenors. Bildet euch in der Kräuterkunde von Draenor aus. Können wir auch direkt benutzen. Da brauchen wir nämlich keinen Lehrer. Das ist immer sehr praktisch. So, Kräuterkunde ist gemacht. Wir haben jetzt Kräuter sammeln für Draenor freigeschaltet. Und hier müssten wir jetzt eigentlich dann auch für Küchnerei. Jawohl, Hammer. Sehr schön. Ah, da hängt doch schon wieder irgendwas. Ich glaube, ich muss dann mal Ende machen. Irgendwas stimmt mit den Servern nicht. Wir geben jetzt noch die Quests ab und dann machen wir morgen weiter, beziehungsweise wir lernen erst noch hier dieses Küchnerei-Kompendium, weil das bringt nichts, wenn wir hier die ganze Zeit gucken müssen, ob die Server abstürzen oder nicht, weil ich habe jetzt auch in meiner Freundesliste gesehen, dass eine Menge Leute aus dem Spiel rausgeflogen sind und nur noch im Stadtbildschirm waren. Deswegen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir sind 92. Sehr schön. Beenden. Ja komm, das machen wir noch. Findet und erlernt den Garnisonsbauplan für eine Kaserne. Benutzt danach den Architektentisch, um eure Kaserne errichten zu lassen. Und zwar bekommen wir die hier drüben. Einsammeln. Da sind die Baupläne. Wir müssen jetzt einmal hier an den Architektentisch. Architektentisch. Achso, wir müssen die ja erstmal lernen. So, Architektentisch, Kaserne. Hier hinziehen. Wird gebaut. Eine Stunde, folgt Gaslo zum Bauplatz. Ich glaube, der beschleunigt das Ganze jetzt. Ja. So, abgeschlossen. Kaserne Stufe 1. Die Barracks. Hier Gaslo. Das machen wir jetzt noch nicht. Und wir sind rausgeflogen. Also wir machen dann morgen weiter, weil ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Dann danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.